Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wir sind in London. Yay! Mal gucken, was uns hier erwartet. Das Krepeltor von London. Vielleicht finde ich hier. Na also. Ich bitte um Geduld, Leute. Das Problem ist im Handumdrehen behoben. Ganz ruhig bleiben. Hier, Liebes. Durchhalten, Meister Hammer. Es kommt alles in Ordnung. Du bist sowas wie ein Hirte, nicht wahr? Manchmal fühlt es sich so an, ja. Kann ich dir behilflich sein? Wer hat hier das Sagen? Ich möchte gern mit ihm sprechen. Statthalter Trück. Ein Däne, der vor 4 Jahren nach London kam. Trück? Die meiste Zeit des Tages findest du ihn in der alten Villa, wo er sich um allerlei Schuckereien kümmert. Stowe! Avgos will seinen Anteil von der Sommererte. Scheißkerl. Hä? Was dauert so lang? Wir reden. Meine Herren, die Bauern Mercias haben ihre Last beglichen. Sollte Avgos mehr wollen, kann er einen Antrag stellen. Einen Antrag stellen? Du kannst diesem alten Bauern hier sagen... Wenn er den Apfel will, soll er danach angeln. Der gehört Meister Hammer, mein Herr. Angel ihn raus! Das ist ungehörig. Angel ihn raus! Auf dich selbst auf! Wow! Gott im Himmel! Du kämpfst, als hätte der Teufel dein Brot gestohlen! Du teilst aber auch ordentlich aus! Roald, sei so gut und stich die Namen derer, die ihre Abgabe geleistet haben. Machst du das? Also, du hast etwas mit Statthalter Trück zu besprechen, stimmt's? Ich spreche mit jedem, der meinem Rabenclan eine rechte Freundschaft anbieten kann. Wenn das du bist, umso besser. Ach nein, Trück ist dein Mann. Ich bin der Greve von Londons Westen. Ich sorge für Ordnung und Recht. Greve ist kein Name, der mir leicht über die Lippen kommt. Greve ist mein Titel, verzeih. Stowe ist mein Name, Stowe von London. Du bist ein kräftiger Kämpfer, aber ist ein Herz bei. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Schön, dich kennenzulernen, Greve Stowe. London ruht auf kräftigen Schultern. Ah, offen gesagt, ich bin nicht der einzige Greve. Es gibt gerade 2 von uns und den Statthalter obendrein. Wir tun unser Bestes in diesen Zeiten, so wild sie auch sind. Bring mich zu deinem Statthalter. Klingt, als wäre es gut, ihn zu kennen. Also gut, der Posten besetzt, die Herde behütet. Lass uns zu Trück gehen. Hoffentlich ist der Eintopf heute heiß. Und wie soll ich dich nennen? Schlägerschreck? Dänenhammer? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Wir haben eine Siedlung im Norden, in der Nähe des Nene. Nun, ich stehe in deiner Schuld, Eivor. Du bist ein guter Verbündeter. Eieieiei, ja. Das ist also London. Eine Stadt von Riesen erbaut. So sagt man. Ein alter Ort, so unwirsch wie es nur geht. Aber ich bin in die Rätsel vernarrt, welche die Stadt umgeben. Ich bin hier aufgewachsen. Ich lernte die Schriften der Apostel in Lundenwick, der sächsischen Siedlung westlich der Mauer. Du bist aber kein Priester, oder? Nein, ich wurde von ihnen erzogen. Und für einen mittellosen Bastard habe ich mich ganz gut gemacht. Ein mittelloser Bastard und nun der furchtlose Greve von Lunden. Tja, es war Trück, der etwas in mir gesehen hat. Er urteilt nicht nach den Umständen meiner Geburt. Seine beiden Hände, die linke und rechte, sind ich und ein dänischer Soldat namens Erke. Erke ist eine Waise der letzten Wikinger, die wir in London niederwerfen mussten.
zwei oder drei... Moment. Huch. Hier stimmt etwas nicht. Eisen in der Luft. Das ist frisches Blut. Das waren gute Männer. Was ist geschehen? Uh-oh. Gott, nein! Nein, nein, nein! Es brauchte drei Pfeile, ihn zu töten. Die anderen zwölf waren zur Demütigung. Oh Herr, lasse über diese Männer das Licht deines Antlitzes und deiner Barmherzigkeit leuchten. Er ist ein bisschen kopflos. Wir brauchen hier keine Fremden. Das ist eine Privatsache. Kein Grund, misstrauisch zu sein. Eivor hat mir in einem Kampf am Krepeltor beigestanden. Es sind noch mehr Schläger aufgetaucht. Du musst ein wahrer Broker sein, um dich gegen dieses Geschmeiß zu behaupten. Wir müssen sie in die Schranken weisen, Stowe. So kann es nicht weitergehen. Ist das Trüxleche? Waren die Mörder hinter dir her? Ja. Wenn der hier noch einen Kopf hätte, würdet ihr ihn Trüx nennen? Den Statthalter? Gott im Himmel, der Mann ist tot. Etwas Respekt, bitte. Wir zwei werden uns gut verstehen. Du musst Erke sein, Lundens zweiter Greve. Erke Bodelson, der bin ich. Hat dieser Haufen Eingeweide mich etwa den zweiten Greve genannt? Der erste im Ostteil. Und ein Mann, dem ich bedingungslos vertraue. Stower war noch nie ein guter Menschenkenner. Erke, das ist Eivor. Er kam, um Trüx zu treffen und die Freundschaft mit seinem Clan zu besiegeln. Er hätte dich herzlich willkommen geheißen. Er war ein argloser Mann. Und das hat er jetzt davon. Hast du etwas gefunden? Ich traf gerade erst ein. Die Mörder haben einen Brief an der Leiche hinterlassen. Ich sehe mich mal um. Ich darf danken. Von seinen Männern umgeben. Wie kam dieser Mörder zu ihm durch? Er muss sie gekannt haben. Gut genug. Dieser Brief. Jemand wollte, dass wir ihn sehen. Aus Rom zog ein Orden von Heiden aus, die Relikten aus einer Zeit vor Christus huldigten. Erke, das ist der Brief, von dem er uns erzählt hat, in dem schlimme Nachrichten für Lunden stünden. Er warnt vor drei Heiden, die Lunden unterwandert haben. Seine Mörder, nehme ich an. Er muss sie gekannt haben. Gut genug, dass sie unbehelligt in seine Nähe kamen. Gott im Himmel, das könnte fast jeder sein. Er war doch der Statthalter. Drei Fußspurpaare führen weg. Zwei durchschnittliche und ein riesiges. Was ist? Schmutzige Nachrichten von einer Dame. Nein, von mehreren. Der Trüx Pult. Oh ja, der alte Mann hatte muntere Augen. So? Das wusste ich nicht. Das Handwerkszeug eines Barbers. Scharf und präzise, für saubere Schnitte. Damit wurde Trüx Kopf von seinem Hals getrennt. Super. Brief an Uba. Uba, mein Hauptmann, mein Freund. Ich hoffe, dass das warme Wetter dich wohlig beseelt, obwohl es in Lunden nie so kalt wird wie in Norwegen. So regnet es hier doch beinahe jeden Tag. Ich fühle mich kalt und grau wie ein Fisch. Ein weit verbreitetes Gefühl hier scheint. Dennoch halten die Mauern stand und unsere Kammern sind gut mit Beute gefüllt. Das Wikingerleben fehlt mir nicht. Ich habe genügend goldene Sonnenaufgänge in meinem Leben gesehen. Ich bin nun bereit, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen und finde Gefallen an den Mädchen der Stadt. Falls du es eines Tages leid sein solltest, auf Schiffen zu schlafen, oder wenn Ivar sich wie eine Schlinge um deinen Hals anfühlen sollte, steht hier immer ein Thron für dich bereit. Dein Waffenbruder Trüx. Okay. Ich werde einfach nicht schlau aus alledem. Ich verstehe das nicht. Wie wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, während Eivor die ganze Arbeit macht.
B1 fehlt uns noch, aber wo? Das haben wir, das haben wir. Ist hier draußen was? Nein. Definitiv nicht. Gut, das haben wir. Das da haben wir. Leute, da hängt eine Leiche und an der Decke. Habt ihr das gesehen? Ich beneide ihn nicht um seinen Tod. Moment. Er hält etwas in der Hand. Ist das etwa nicht Rücksiegel? Nein, es sieht römisch aus. Es muss von einem Brief stammen, den er geöffnet hat. Es war dieser Wache jedenfalls wichtig, wenn er es sogar im Tod noch fest umklammert. Vielleicht musste er deshalb sterben. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Trück wurde im Sitzen erschossen, vermutlich als er den Brief las. Eine seiner Wachen nahm das Siegel und versuchte zu fliehen. Er hat es nicht geschafft. Ein zweiter Mörder kam ihm zuvor. Er endete in der Schlinge, angehoben von einem größeren Mann. Ein dritter Angreifer nahm seine Augen und holte sich Trücks Haupt. Ein Zeichen vielleicht. Führer ohne Kopf, Wache ohne Augen. Die Täter kannten keine Furcht. Dieser Mord war eine Botschaft. Ihre drei Spuren führen gemeinsam nach hinten zum Hof hinaus. Der Brief erwähnte drei Heiden und nennt nur ihre Spitznamen. Der Blutigel, der Pfeil, der Kompass. Unterzeichnet von jemandem, der sich als armer Mitstreiter Christi bezeichnet. Armer Mitstreiter? Komischer Name. Drei Namen, drei Mörder. Wie du sagtest. Ey, Baldas, Sack! Es könnte jeder in Lunden sein. Wem können wir trauen? Wohl nur den Personen in diesem Raum. Selbst das wäre töricht, bis wir mehr wissen. Der Pfeil wird als kampflustiger dänischer Eroberer beschrieben. Das trifft auf viele in Lunden zu. Der Blutegel stammt wohl aus Westsaxe. Auch davon gibt es so viele in Lunden. Und der Kompass, ein fränkischer Schiffsführer. Schon seltener, doch mir fällt niemand ein. Was ist das für ein Symbol? Kenne ich das nicht aus dem Mithras-Tempel? Ich kam eben noch daran vorbei. Okay. Mithras-Tempel? Ist das eine Kirche? Eine Kirche? Himmel, nein. Mithras war eine heidnische Idee, ein sogenannter Gott der alten Soldaten, die diese Stadt erbaut haben. In dieser Stadt wimmelt es von Feiglingen. Wir könnten die Nächsten sein, wenn wir diese kranken Auswüchse des Hasses nicht aufklären. Ich hab es doch gesagt, die Stadt versteht nur Blut und Macht. Daran sollten wir uns halten. So kann ich ihn nicht zurücklassen. Ich muss ihn... Die Kirche kann sich darum kümmern, Stowe. Nein, ich sollte das tun. Ich muss ihn für das Totengericht vorbereiten. Ich verstehe. Geh nur von Zeit zu Zeit an die frische Luft. Es stinkt hier drin. Sollen wir, Brugger? Okay. Du deine Waffen! Verteidigt Trück! Tja, jetzt haben die Leute Wind von der unschönen Sache bekommen. Sieh dir ruhig den Tempel an, Eivor. Er liegt östlich von hier. Ich werde jetzt erstmal als Gräve gebraucht. Ja, er wollte noch was sagen. Hier, da ist der Tempel und hier... Okay. Egal, die Sachen interessieren mich gerade, ehrlich gesagt, weniger. Ich will jetzt... Bald wird es eine Versammlung geben. Jetzt bin ich neugierig. Falls die Gräven ihre Meinung ändern, werde ich sie ausweiten und eine Marionette auf Lundens Thron setzen müssen. Aber Stowe scheint ein guter Mann zu sein. Ich traue ihm vorerst. Vorerst, jo. Okay. Zeig mal, wo ist er? Leite mich. Da. Dankeschön. Gut, auf jeden Fall können wir uns jetzt erstmal frei bewegen. Müssen nicht mehr auf Wachen aufpassen. Der Mithras-Tempel.
Gut bewacht für einen Haufen alter Ruinen. Oh. Ich muss den Eingang finden. So viel dazu. Überblicke das Land, Freund. Ach du Scheiße, okay, das ist der Eingang. Oh, hi. Das ist der Eingang. Wie komme ich da hin, ohne gesehen zu werden? Wow. Könnte wild hinaus, könnte gehen. Oh, sehr gut. Das ist der Eingang. Sehr schön. Es ist rein. Das hat doch gut geklappt. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier finden. Oha. Okay. Der Kompass hat das Sagen für die anderen. Er befahl dem Pfeil auf einem Markt im Westen Bogenschützen anzuheuern. Das ist einen Besuch wert. Anwerbungsbefehl. Pfeil, wir müssen stärker werden, um unseren Putsch ausführen zu können. Du musst einige der Faulenzer vom Westmarkt als Verstärkung zusammentrommeln. Wir brauchen eine große Zahl von Bogenschützen. Wir brauchen Männer, die diese neuen Rutten bedienen können, die dich so sehr entzücken. Ich kehre zurück, sobald mich deine Erfolgsmeldung erreicht. Kompass. Okay. Die Werkzeuge eines Barders. Beste Arbeit. Wie die aus der Villa. Und hier ist ein Brief. Es geht um die Bezahlung eines Schmiedes. Okay. Brief kann ich so nicht lesen. Was bringt das? Warum kann ich dich da hin und her schieben? Was bringst du mir? Gar nichts. Aber du bringst mir was. Haha. Ui, jeppa. Ja, das ist jetzt erstmal uninteressant. Wir gehen weiter. Okay, ich muss da unten durch. Okay, so viel dazu. Da geht's auch nicht weiter. Da ist zu, okay. Aha. Warte mal. Bums. Briefverkehr zwischen dem Blutegel und dem Kompass. Heilen, ausweiden. Der Blutegel ist ein sonderbarer Kauz. Aber der Kompass hält die Fäden in der Hand. Anweisungen vom Kompass.
Statthalter Drück will sich in unsere Angelegenheiten einmischen. Wir müssen ihn umgehend ausschalten und ein großes Spektakel daraus machen. Nimm seinen Kopf, wenn du willst, und verfüttere seine Augen an die Flussaale. Kompass. Dein Kopf und seine Augen bleiben bei mir, denn sie sind meiner Arbeit zuträglich. Wir sind körperliche Wesen eines frühen Zeitalters und es gibt nichts an uns, das nicht durch Anstrengung und Schmerz verbessert werden könnte. Blutegel, ah ja. Ich habe für morgen ein Treffen mit Trück anberaumt, um die Öffnung des Hafens für fränkische Anliegen zu besprechen. Das wird seine letzte Verhandlung sein. Haltet eure Werkzeuge bereit. Der Pfeil wird seine eigene mitbringen. Mögen Vater, Mutter und heilige Stimme mit dir sein. Aha. So, lieber Antiqua. Ich habe fürs Erste genug. Erke und Stoe sollten das sehen. Ich sehe noch mehr Blutvergießen in Londons Zukunft. Ein Fest für Sühnen. Okay. Jeder sollte unsere bescheidene Herkunft kennen. Wir sind die Instrumente der alten Götter. Wir sind der Unrat einer alten Welt. Und doch sind wir die Hoffnung einer wiedergeborenen Zeit. Fassen wir unsere hehren Ziele in Worte. Wir sind die Hirten des Willens unseres Schöpfers. Wir sind die Verwalter der Werkzeuge unserer Schöpfer. Wir sind die neuen Herren der Welt, die sie erschaffen haben. Lass kein Zweifel daran bestehen, wem unsere Treue gilt. Der Vater des Verstehens leitet uns. Die Mutter der Weisheit spornt uns an. Die heilige Stimme erfüllt unsere Herzen mit Mut. Lasst es alle wissen. Wir Männer und Frauen vom Orden der Ältesten sind die natürlichen Lenker dieser Welt. Wer uns trotzt, soll qualvoll untergehen. Wir sind überall und wir sind ewig. Geht im Namen von Mithras, dem letzten Krieger, und herrscht, erobert die Welt zurück, die uns vererbt wurde. Gott, ey. Ey, sind doch krank. Raus komme ich hier bestimmt nicht so einfach. Diesen Wachen entgeht nichts. Aha. Ach, was soll's, auf in den Kampf. Ha, dir. Haha, sind die dämlich. Cool. Schadet nicht, an ein paar Türen zu klopfen. Mehr sage ich nicht. Trück wurde nicht ermordet, weil du Bäume pflanzen und ein paar Dächer reparieren wolltest. Das sieht nicht mehr nach einem Festmahl für Krähen aus. Eivor, du hast etwas gefunden, hoffe ich. Ein paar Pergamente. Nachrichten zwischen Mitgliedern einer Geheimgesellschaft. Sie nennen sich Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten? Das sagt mir leider gar nichts. Was sind ihre Absichten? Das ist nicht so leicht zu erklären. Nur so viel. Ich bin hier, um sie zu töten. In London scheint der Kompass der Kopf zu sein. Der Pfeil und der Blutegel die Hände. Tiernamen und geheimer Orden. Was für ein Unfug. Wissen wir irgendetwas Handfestes? Der Pfeil ist ein Däne, der schon viele Schlachten gesehen hat.
Dem Namen nach vielleicht ein Bogenschütze. Ich verwette meine Knöchel, dass er derjenige ist, der Zwietracht unter den Dänen in Lunden sät. An seiner Stelle würde ich mich unter meinesgleichen verstecken, unter anderen Kriegern. Der Pfeil bekam vom Kompass den Befehl, auf einem Markt im Westen Soldaten anzuheuern. Dann weiß ich wo. Wie? Der Blutegel braucht Fleisch. Er sucht nach Trell. Ich weiß nur nicht warum. Wir haben kürzlich am Kai eine Reihe von Toten gefunden. Aber nicht nur Trell. Einige der Vermissten fanden wir an verschiedenen Orten wieder. In kleinen Stücken. Erke, gütiger Gott! Der Kompass ist mir ein Rätsel. Er wird oft erwähnt, aber wir haben nichts Greifbares. Sagtest du nicht, er sei ein fränkischer Schiffsführer? Um ihn zu finden, müssten wir die Schiffe prüfen, die die Themese auf- und abfuhren. Schiffsführer sind Reisende. Er könnte schon weit entfernt sein und stillschweigen. Das mag sein. Doch würde er schreien, wenn wir ihm die Hände abhackten? Oh, du hast einen schmutzigen Sinn für Strategie. Wir töten den Pfeil und den Blutegel und warten einfach ab. Soll doch der Kompass zu uns kommen. Ja. Vergeuden wir nicht noch mehr Zeit. Wir finden den Pfeil und den Blutegel. Wenn wir beide töten, locken wir den Kompass zurück in den Hafen. Stohe, wir treffen uns am Markt im Westen. Verlass dich drauf. Und ich gehe zum Kai. Dort sind neue Leichen, die aus dem Schlamm gezogen werden müssen. Vielleicht war der Blutegel wieder am Werk. Gott sei mit uns, Freunde. Geht in seinem Namen und unter seinem Schutz. Okay. Wir haben mehrere Quests angenommen. Blutegel und der Pfeil, gut. Aber wir werden heute keine neue Quest mehr anfangen, das lohnt nämlich nicht. Deswegen würde ich sagen, okay, das sind jetzt die Quests, ja? Der Abschluss. Ah, genau, das ist die Quest. Hier können wir würfeln. Ich glaube, wir gehen. Obwohl, schaffe ich das in der Zeit? Nee, schaffe ich auch nicht. Das wird heute wahrscheinlich nichts mehr, weil. So. Aufgeladener Schuss. Verschieße zwei voll aufgeladene Pfeile, indem du mit ausgerüstetem Jagdbogen R drückst. Okay. Aber ich glaube, Jagdbogen habe ich ja gerade gar nicht. Noch mehr Adrenalin. Letzte Rettung, das habe ich schon. Geschossumkehr. Ey, das ist cool, da will ich hin. Das heißt, wir gehen jetzt hierher. 161. Okay, warte mal. Es lohnt jetzt nicht noch irgendwas zu machen, deswegen. Was ist das denn? Ja, wieso ist das Ochsen? Hä? So, das ist eben. Da ist noch was, ja. Ah, doch, wir werden jetzt. Wir werden mal gucken, mal eben noch den Plunder verkaufen, den wir noch haben. Aber sonst werden wir heute nichts mehr tun. Vielleicht beim nächsten Mal. Hoppala. Am Anfang eben ein bisschen würfeln. Und dann machen wir mit der Mission weiter. Juppa. Ja. Na, wo ist es? Ja. Hallöchen. Willkommen. Was ist? Eines meiner besseren Stücke. Ah, ist ein Schild. Okay, ich möchte aber verkaufen. Plunder verkaufen. Lunder verkaufen. Ich kaufe dir das nur ab, weil ich dich mag. Naja, schon klar. Das kannst du irgendwann bestimmt gebrauchen. Was hat er denn? Das würde doch reizend aussehen. Licht von Asgard, das sieht cool aus. Das kaufe ich mal. Unglaublich. Noch besser als vorher. Da steht irgendwo. Hiervon habe ich noch. Lager? Steht nirgendwo, ob ich das schon habe.
Aber ich glaube, die Sachen. Thors Ziege. Mit was? Hier hätten wir noch was. Wir können ein komplettes Schiff kaufen. Vom Rentier-Clan? Hm, nee. Bis zum nächsten Mal. Jupp, ciao. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Okay. Gut, ich würde sagen, Freunde, das war's dann für heute. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Wir werden dann ganz kurz, ganz schnell würfeln gehen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich erstmal bis dahin und ciao.